Willkommen zurück zu SimCity Builded. Es gab lange keine Folge mehr. Ich weiß, es sind ja jetzt diese besonderen Ferien, sag ich mal. Ich habe einen Haufen von Aufgaben bekommen, musste die erstmal erledigen. Ich weiß, zwischendurch habe ich auch mal Clash of Clans aufgenommen, 2 Folgen oder so. Wir sind ja leider in der Zeit abgestiegen. Sind jetzt nur noch in der Stadtliga. Ich versuche das zu ändern. Also ich habe ein paar Sachen wieder vorbereitet. Hier wird noch was vorbereitet, dauert aber eine Weile. Ich habe wieder vor, eine doppelte Folge zu machen. Also 2 Folgen, die zusammenhängen. Mach diesmal vielleicht so einen Cut von halt 3 Stunden oder so. Und, nein, ich hasse Werbung. Also, ich mag sie nicht wirklich. Wenn man sie mal braucht, ist sie nicht da. Und genau dann, wenn man am Aufnehmen ist, kommt Werbung. Egal. Also, wir haben hier einiges, was wir tun können. Hier, Frostfjordgebiete ausbauen, Katastrophen auslösen. Dann hoffe ich danach auf sowas wie Wohngebäude ausbauen. Hier sind Pariser Gebäude. Aber ich habe halt nur ein Pariser Gebäude, was ich ausbauen kann. Danach kommt halt hier noch mit dem Glas die Aufgabe. 32 Stück herstellen und einsammeln. Und goldene Schlüssel holen wir uns halt durch die Katastrophe von Dr. Who. Lieferung nach London, nach Tokio ist halt so gerade, ja, dauert noch ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Nein, danke. Ich habe hier einiges zu verkaufen. Vielleicht kommt ja noch die Challenge mit dem Geld verdienen. Ich habe vor vielleicht 2 Stunden oder so schon eine davon gemacht. Wir haben hier einiges. Ich habe halt für 4 Wohngebiete das vorbereitet. In Hoffnung, gleich kommt so eine Aufgabe. Dann würde ich mal sagen, machen wir zuerst die Katastrophe. Lösen einfach eine aus. Benötigen natürlich 3 goldene Schlüssel. Das könnte uns 3 goldene Schlüssel geben. Könnte ich machen. Das reicht nicht. Auch nicht. Und das gibt keine 3 goldene Schlüssel. Also, ja, ganz klassische Meteoriten. Level 3. Los geht's. Von wo kommen die Meteoriten? Von links, okay. Da. Boom. 4 Häuser kaputt. Ein ganzer Wohnblock. Okay. Dann sammeln wir das mal ein. Habe ich eine neue Aufgabe? Ja. Lieferung nach Paris. Schade. Okay. Dann als nächstes Frostfjordgebiete. Wir gehen mal rüber.
So, welches wollte ich machen? Das nicht. Das hier wollte ich machen. Nochmal überprüfen. Habe ich natürlich nicht angenommen. Nein, das da. Werkbereich kann ich auch mal kurz gucken. Nee, reicht nicht. Und komm. Tausend Punkte. Oh, noch eine Katastrophe auslösen. Naja, ist auch nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe jetzt. Wir können ja auch mal ein paar Aufgaben entfernen. Zum Beispiel Lieferung nach Tokio. Ja. Oh, danach noch mehr Frostfjordgebiete. Na toll. Erstmal nicht, danke. Fischerei sollte ich wieder ein paar mehr davon machen. Leider läuft es gerade nicht so, wie ich es mir wünsche. Ja. Katastrophengebiete neu aufbauen, 3 Stück. Dann versuchen wir mal. Also nochmal, hier brauchen wir einen Nagel, Tierfutter, Schaufel, Mütze, Stahl. Das ist eine ganze Menge. Okay, also erstmal 2 Stahl und ein Tierfutter. 2 Stahl. Ein Tierfutter. Machen wir hier einen Nagel rein. Der Boost ist noch aktiviert, liegt daran, dass ich vor vielleicht einer Dreiviertelstunde oder so das gemacht habe. Schaufel, Mütze, Stahl. Ja, Stahl. Für die Schaufel brauchen wir das, das, das. Und für die Mütze weiß ich es nicht. 2-mal Stoff und ein Maßband, na toll. Ein Maßband. Kann ich auch nicht machen. Brauche ich Stahl und Plastik. Und 2-mal Stoff. Plastik und 1-mal Stoff brauche ich noch. Hab halt keinen Platz mehr. Ist alles voll. So, Plastik und noch einmal Stoff. Ja, da die Aufgabe scheinbar nicht erscheinen will, mache ich einfach die Wohngebäude so. Ich kann ja neue vorbereiten. Verbessern wir mal das. Verbessern wir mal das. Nein, das war es nicht. Das gehörte auch noch dazu. Komm. Ach ja, und das habe ich noch vorbereitet, aber irgendwie ist mir jetzt was abhanden gekommen. Noch ein Stoff. Juhu. Ja, wir können ja schon mal die Mütze, den Hut starten. Das reicht leider nicht. Also das hätten wir. Schaufel. Können wir schon eine Schaufel machen? Gucken wir mal nach. Nein, können wir natürlich nicht, weil wir ein Plastik brauchen.
Plastik, Holz, Mineralien, Tierfutter. Plastik, Holz, Mineralien, Tierfutter. Ein Plastik, ein Holz. Mineralien und Tierfutter brauchen wir noch. Das ist ja schon ein Ausbau, also ich könnte das jetzt schon akzeptieren. Zweimal Stahl und das hier wird mir dann wahrscheinlich zu schwer. Ja, ich mag das nicht. Starte ich mal neu. Also was brauchte ich noch? Mineralien und Tierfutter. Mineralien. Und das andere könnte ein bisschen dauern. Bergbereich kann ich auch nicht machen. Ja, dann mache ich jetzt hier wahrscheinlich. Ich mache jetzt hier einen Cut. Und dann habe ich das. 10 Minuten und 2 Werbungen später habe ich das endlich alles zusammen. Ging relativ schnell. Wenigstens einmal hat mich die Werbung nicht enttäuscht. Sonst warte ich ewig, bis irgendeine Werbung auftaucht. Aber diesmal klappt das ganz schnell. So, Katastrophengebiete. Das recht locker. Die Schaufel und die Mütze sind ja noch im Bau, in der Herstellung. Und das reicht alles auch locker. So, und jetzt Daumen drücken für eine gute Aufgabe. Lieferung nach Tokio abschließen. Ernsthaft? Wenigstens das haben wir. Wenigstens das haben wir bekommen. Können wir unseren Stadtbereich erweitern? Nope, können wir nicht. Also entfernen wir das auch mal. Katastrophen auslösen könnte ich vielleicht machen, dauert dann aber eine Weile, weil ich keine Sachen mehr habe, um sie einzusetzen. Glas herstellen dauert noch eine Weile. Warte, was ist damit? 2 Donuts, 2 Stühle und 2x Gras. Aha, das kann ich schon mal nicht machen. Das kann ich auch nicht machen. Und kann ich auch nicht machen. Werde ich aber, glaube ich, trotzdem vorbereiten. Ja, vielleicht so 30, 40 Minuten könnte das dauern. Ja, ich glaube, ich mache das. Wir sehen uns dann in 40 Minuten wieder. So, Leute, da bin ich wieder. Es waren etwas mehr als 40 Minuten. Es waren 2 Stunden. Ja, das liegt halt daran, dass ich hier noch auf das Glas warten wollte und habe das dann nicht gemacht. So, dann machen wir mal das Glas erst. Es könnte schwer werden, weil ich kaum Platz habe im Lager.
Und mein Lager ist voll. So, sortieren wir mal alles aus, was unter 400 Simoleons wert ist. Und dann ersetzen wir das einfach. So, und ich glaube, jetzt sollte es eigentlich reichen. Ja, hat gereicht. Und beanspruchen. 1280 Punkte. Dann Lieferung nach Tokio. Ich bin nicht ganz fertig mit dem Produzieren geworden, aber ich habe alles vorbereitet dafür. Hier haben wir das. Ich habe halt noch keinen Donut hergestellt, weil hier Zucker und Gewürze halt noch nicht fertig waren. So. Was haben wir überhaupt als neue Aufgabe bekommen? Katastrophengebiete aufbauen. Achso, und Zement herstellen. Frostfjordgebiete. Gucken wir mal kurz. Mal sehen, was wir da gebrauchen könnten. Kleber und ein Fisch. Zweimal Stoff. Ich glaube, wir machen den Kleber. So. Und hab's mal wieder nicht gestartet. Ach man, ich bin so doof. Jetzt muss ich einen Kleber herstellen, ohne dass es mir irgendwelche Punkte gebracht hat. Juhu. Einmal Mineralien fehlen. Mineralien. Kleber, Chemikalien und Plastik. Plastik, Chemikalien. Pflanze, eine Pflanze und zweimal eingelegten Fisch. Es dauert halt noch ziemlich lange mit dem Stoff. Dazu brauchen wir eingelegten Fisch natürlich. Und eine Pflanze, also brauchen wir noch ein bisschen Stahl. Ein bisschen Stahl, ein paar Samen, ein Holz, ein Stahl, ein Plastik. Reicht nicht. Das reicht auch nicht.
Okay, ich würde sagen, wir warten noch hier kurz auf den Stahl. Und gucken mal so lange, was wir noch machen könnten. Katastrophen auslösen könnte ich danach vielleicht nochmal machen. Und legendäre Punkte verdienen. Das trifft sich ziemlich gut. Alle Attraktionen bringen derzeit die dreifache legendäre Punkte. Ja. Das heißt, ich bräuchte nur 10 Punkte holen und ich hätte es schon. Das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Also jetzt noch nicht. In der nächsten Folge machen wir das. Vielleicht noch so ein Schneckentempomarkenteil. Vielleicht auch Lama. Oh, das Lager ist voll. Unter 400 da. Nochmal 5. 5 Stück. Und jetzt merkt ihr, nicht vorher bauen. Erstmal die Aufgabe annehmen. Und los. Neue Attraktion verfügbar. Gucken wir uns gleich an. So. Noch mehr Punkte. Wo sind wir auf der besten Liste? Oh, wir haben schon den großen Preis. Später. Okay, Leute, ich glaube, das war's dann mit der Folge. In der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall das legendäre Gebäude. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.